Männer lieben das hier im Bett. 7 Geheimnisse, die du wissen solltest. In unserem Freundeskreis gibt es ein Pärchen, das sich ständig streitet. Und ich sage so zu meinem Freund, hey, ich verstehe nicht, warum die immer noch zusammen sind, weil ständig streiten sie und irgendwie das scheint alles gar nicht zu passen. Und mein Freund sagt dann ganz pragmatisch, vielleicht ist der Sex gut. Und ich denke mir so, hey, stimmt eigentlich das Thema Sex? Über das Thema Sex habe ich eigentlich noch gar kein Video gemacht. Dabei ist es so ein relevanter Teil in einer glücklichen Beziehung. So, in diesem Video sprechen wir darüber, was Männer sich heimlich von Frauen wünschen im Schlafzimmer und auch darüber, wie du eure Beziehung durch Sinnlichkeit und Leidenschaft noch stärker und noch schöner machen kannst. Also, Konzentration, du wirst ein paar spannende Dinge erfahren. Ich bin auch schon gespannt, was du zum allerletzten Punkt sagst, denn das ist eigentlich der relevanteste von allen. Aber fangen wir von vorne an. Sexuelle Zufriedenheit bedeutet Beziehungszufriedenheit. Es gibt einige Studien, wo man das untersucht hat, wenn Menschen in ihrer Sexualität in der Beziehung zufrieden sind, wenn das gut passt, wenn das auch oft genug passiert, sind sie generell mit ihrer Beziehung zufriedener. Und genauso geht es auch in die andere Richtung. Menschen, die mit ihrer Beziehung zufriedener sind, haben auch wieder mehr Lust auf körperliche Nähe. Also das ist so ein Kreis, der sich verstärkt, weißt du? Guter Sex, glückliche Menschen, glückliche Beziehung, guter Sex. Also du siehst, die schönste Nebensache der Welt kann deine Beziehung zur schönsten Beziehung der Welt machen. Also lass uns gleich anfangen, aber davor noch ein Hinweis. Abonnier meinen Kanal! Warum? Weil wir die besten Beziehungstipps für Frauen haben im ganzen deutschsprachigen Raum. Also, abonnieren. Geheimnis Nummer 1, das sich Männer von Frauen wünschen im Schlafzimmer, ist, es öfter zu tun. Tu es öfter. Warum? So wie wir schon vorher gerade gesagt haben, guter Sex, glückliche Beziehung, guter Sex und so weiter. Also es stärkt eure Beziehung. Natürlich macht es dich gesünder, es macht dich glücklicher, es hilft dir, Stress abzubauen und es hilft auch, eure Bindung zu stärken. Ihr kommt euch dadurch näher. Und wenn ich jetzt sage, tu es öfter, dann fragst du dich, oh mein Gott, wie oft jetzt? Ja? Easy. Also die Forscher sagen so, mindestens einmal pro Woche. Das ist schon mal gut, wenn du das hinkriegst über viele Jahre in deiner Beziehung. Wenn es öfter geht, dann ist das natürlich auch super. Natürlich soll es jetzt kein Druck werden. Also, dass nicht das Gefühl haben, du musst jetzt wahnsinnig viel performen, damit deine Beziehung glücklich ist. Eine glückliche Beziehung hat auch noch andere Grundpfeiler, wie zum Beispiel Kommunikation oder wie zum Beispiel Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Aber einmal pro Woche wäre schon super, wenn das klappt. Wie gesagt, wenn du Lust hast auf mehr, dann tu dir keinen Zwang an. Zweite Sache, die sich Männer von Frauen wünschen, ist, dass die Frauen ihnen zeigen, was ihnen gefällt, was sich gut anfühlt und was vielleicht nicht so gut ist. Ich meine, keiner von uns hat irgendwie eine Gebrauchsanweisung mitbekommen für Sexualität, oder? In der Schule erfährst du gerade mal, wie Fortpflanzung jetzt so im biologischen Sinne funktioniert, aber ansonsten weißt du eigentlich nichts darüber. Und viele Leute schauen sich dann Videos an. Das ist nicht der richtige Ort, um Erfahrungen zu sammeln, denn das, was Männern in Pornovideos gezeigt wird, das ist nicht unbedingt das, was die meisten Frauen auch wirklich schön und gut finden. Also auch da kann man nicht wirklich was lernen, als Frau auch nicht, weil die Frauen in den meisten Filmen objektifiziert werden. Also ich habe so das Gefühl, dass da Frauen nicht in ihrer Schönheit und Würde und als Göttin behandelt werden, sondern es ist halt mehr so ein, naja. Anyways, also viele Männer probieren halt ihr Bestes, haben vielleicht noch nicht viele Erfahrungen oder haben die falschen Erfahrungen gesammelt, weil ihnen die Ex nie gesagt hat, was eigentlich gut ist und was nicht. Das gibt's, ja. Plus, es ist ja jede Frau anders, jeder Mensch ist anders. Also was der einen Frau gefällt, gefällt der anderen vielleicht nicht.
Und Kommunikation in der Sexualität ist enorm wichtig. Auch hier hat man festgestellt, dass Leute, die über ihre Sexualität sprechen können miteinander, besseren Sex haben und dann eine bessere Beziehung haben. Also, zeig ihm oder sag ihm, was du magst, wo und wie und was dir einfach gut tut. Und hier gibt es noch eine Kleinigkeit, die du dabei beachten kannst. Achte auf positive Formulierungen. Es ist besser zu sagen, schau mal, hier fühlt sich's gut an oder so fühlt sich's gut an, als zu sagen, nein, das nicht und nein, so auch nicht und na, das ist auch nicht gut. Also versuch keine negativen Formulierungen zu verwenden, sondern positive Formulierungen. Zu sagen, ja, okay, aber so ist noch besser oder das fühlt sich besser an oder da ist es super. Weil so wird das Ganze positiv verstärkt. Du weißt ja, Menschen sind, und das trifft auf uns alle zu, nicht nur auf Männer, wir alle sind, wenn wir in unserer Sexualität sind, wir irgendwo verwundbar, nicht? Man ist nackt, also nicht nur im tatsächlichen Sinne, sondern auch im metaphorischen Sinne. Man steht sich nackt gegenüber. Und da finde ich es gut, wenn man einfach wertschätzend, freundlich und liebevoll miteinander kommuniziert. Also das hätten Männer gerne. Sie möchten wissen, was genau du magst. Denn ein Mann, der dich liebt, ein Mann, dem du wichtig bist, der will dich glücklich machen im Bett. Also sag ihm, wie er das tun kann. Nummer 3, Geheimnis, was sich Männer von Frauen wünschen, ist, sie wünschen sich, dass wir Frauen öfter mal die Kontrolle übernehmen. Das heißt, angefangen vom Verführen, also dass du mal anfängst oder dass du öfter anfängst und nicht immer er das Gefühl hat, er muss anfangen, das mögen sie. Wenn er wirklich das Gefühl hat, du begehrst ihn und du willst ihn jetzt, das fühlt sich für den Mann total super an. Ich meine, fühlt sich für jeden Menschen gut an. Dann auch die Kontrolle zu übernehmen und dann wirklich direkt beim Sex mal oben zu sein oder einfach irgendwo mehr zu tun, ja? Also wirklich, dass er so mal vielleicht mal gar nichts machen braucht, so dass er echt das Gefühl hat, wow, er wird jetzt wirklich total von dir verführt. Es können auch so Dinge sein, wie zum Beispiel ihm die Augen zu verbinden, so dass er mal das Gefühl von Kontrollverlust beim Sex hat. Und gerade sehr erfolgreiche Männer oder Männer, die wirklich viel leisten müssen, genießen das, wenn sie dann im Schlafzimmer mal eine Auszeit bekommen. Bevor wir weitermachen, kurze Frage an dich. Ich brauche jetzt deine Meinung zu etwas, okay? Und zwar, als ich das Video vorbereitet habe und auch bei den anderen Videos, die ich vorbereite, berate ich mich manchmal mit meinem Freund. Und ich erzähle ihm so, was ich sagen werde im Video, was meine Ideen sind und dann gibt mir er so seine Meinung dazu. Und das ist oft total lustig und total interessant. Deshalb folgende Idee. Hast du Lust, in der Zukunft auch Videos zu sehen, wo mein Freund mit dabei ist und vielleicht wirklich seine Meinung, seine Gedanken zu dem Thema abgibt? Ich stelle mir das total lustig und habe schon ein paar gute Ideen dazu. Also wenn du ihn sehen willst in einem meiner kommenden Videos, dann kommentiere mir unter dem Video mit Ja. Wenn du sagst, auf keinen Fall, ich will nur die Petra alleine sehen und niemanden anderen, dann kommentiere hier mit Nein. Ich bin schon gespannt, was deine Meinung dazu ist. Und ich kann mir das Ganze aber ganz lustig vorstellen. Da kann er so seine männliche Perspektive erzählen und wir können halt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von unserer Beziehung und was so unsere Gedanken sind, was die Punkte sind, wo wir uns zum Beispiel streiten, was die Punkte sind, die richtig gut funktionieren. Hinterlass mir hier deine Meinung, ja oder nein, soll Petra ihren Freund mit ins Video nehmen oder nur Petra alleine? So, weiter geht's mit dem Thema Sex. Viertes Geheimnis, die vierte Sache, die Männer wirklich gerne haben, und ich glaube, das sind nicht nur die Männer, es betrifft auch die Frauen, ist Abwechslung. So, Abwechslung. Abwechslung im Sinne von unterschiedliche Uhrzeiten, unterschiedliche Zimmer, unterschiedliche Orte, mal ein Quickie, mal ganz langsam und lang und gemütlich. Also wirklich Variationen, Dinge abzuwechseln. Hey, und das heißt jetzt nicht, dass du dir jetzt jede Woche irgendwie was komplett Neues überlegen musst, aber achte darauf, dass keine Routine in deine Beziehung, in dein Sexleben kommt. Denn wenn das dann jedes Mal exakt das Gleiche ist und du bist mit der Person ein paar Jahre zusammen, dann verliert das so ein bisschen die Leidenschaft, das verliert so die Magie. Und wir wollen ja eine lebenslange glückliche Beziehung erschaffen. Also ich verallgemeinere jetzt, also die meisten meiner Klientinnen wollen das. Ich wünsche mir das auch. Und
deshalb ist es halt auch wichtig, dass man langfristig denkt und dass man darauf achtet, dass das nicht zu routiniert wird. Denn Routine ist der Killer jeder leidenschaftlichen Beziehung. Das ist das, wo die Leute dann anfangen, irgendwie so sich gehen zu lassen, wo einfach keine Magie und keine Anziehung mehr da ist. Eine Beziehung braucht Abwechslung. Und nicht nur im Bett, sondern wirklich in allen Bereichen. Also achte auf diesen Punkt. Geheimnis Nummer 5, das Männer total scharf macht an Frauen, ist, wenn du ihn sexy findest. Wenn du ihn sexy findest und ihm das auch zeigst. Und dazu ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn ich dann abends so im Bett liege und ein Buch lese, und mein Freund, mit dem ich jetzt schon einige Jahre zusammen bin, zieht sich aus, dann lege ich jedes Mal mein Buch weg und sehe ihm einfach zu. Manchmal mache ich ihm dann noch ein Kompliment und er liebt das. Er liebt das, er genießt das, dass ich, obwohl ich ihn jetzt echt schon 100.000 Mal quasi nackt gesehen habe, dass ich ihn immer noch total attraktiv und total anziehend finde. Und das baut das Selbstbewusstsein eines Menschen auf. Dasselbe gilt ja auch für uns Frauen. Wenn du von deinem Mann so begehrt wirst, dann fühlst du dich gut. Du fühlst dich begehrenswert, du fühlst dich schön und geliebt. Und du bist auch viel mehr bereit, wieder noch mehr in die Beziehung zu investieren. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Klischee, dass eigentlich früher war es halt eher so, dass eher Männer dürfen das einer Frau zeigen, dass sie sie sexy und schön finden. Und die Frauen waren früher in ihrer Sexualität ja stark unterdrückt. Und da war das eben auch so, ja, das tut man nicht als Frau. Und so, hey, wirklich weg mit all den alten blöden Glaubenssätzen über Männer und Frauen und Sexualität und der ganzen Blödsinn. Hey, du bist frei. Du bist eine freie Frau und du darfst deine Sexualität, deine Bedürfnisse, deine Wünsche frei ausdrücken. Und glaube mir, die Männer lieben das, wenn sie sehen, dass du ihn attraktiv und sexy findest. Yes! So, Geheimnis Nummer 6 für besseren Sex. Über deine Fantasien zu sprechen. Männer möchten wirklich wissen, was du gut findest, was deine Fantasien sind, was du dir so vorstellst oder wünschst. Und leider ist es so, dass die meisten Frauen sich gar nicht trauen, sowas auszusprechen. Manche trauen sich nicht mal wirklich drüber nachzudenken, weil sie so konservativ erzogen sind oder so Angst haben, etwas falsch zu machen als Frau. Und da weißt du, es gibt so dieses, ich glaube, das kam von Sigmund Freud, ich bin mir noch nicht 100% sicher, dieses heilige Hure-Komplex. Manche Männer haben das tatsächlich, die können dort lieben, wo sie nicht begehren, das ist die Heilige, oder dort begehren, wo sie nicht lieben, das ist die Hure. Das ist so ein Komplex und wenn jemand so etwas hat, dann gehört er in die Kategorie toxische Menschen eigentlich hinein. Aber nachdem das doch etwas ist, was uns bewusst ist oder auch weil einfach Sexualität immer so ein bisschen bei Frauen so in etwa in einen schmutzigen Bereich gezogen worden ist, nicht, wo man halt immer so gesagt hat, ja, das ist ja eine Hure, eine Schlampe. Wenn jetzt ein Mann, sagen wir mal, mit 20 verschiedenen Frauen Sex hat, so jeden Tag eine andere, dann finden wir, er ist der tolle Casanova und er ist halt der Player und er ist toll und cool und super. Und wenn eine Frau jetzt mit 20 Männern Sex hat, dann heißt das, sie ist eine Schlampe, eine Hure, weiß Gott was alles. Ich finde das furchtbar, weißt du? Ich finde das ganz, ganz schlimm. Aber weil unsere Gesellschaft halt so geprägt ist, haben Frauen halt oft Angst, über diese Dinge zu sprechen oder einfach zu zeigen, was sie mögen. Und weißt du, wir können diese gesellschaftlichen alten Strukturen nur dann verändern, wenn wir uns verändern. Wenn wir uns selbst vollkommen annehmen mit allem, was dazugehört, auch mit unserer Sexualität, auch mit unseren Fantasien und ganz egal, was das ist. Und glaube mir, wenn du manche Fantasien hast, wo du dich vielleicht schämst, mach dir keine Sorgen. Alle Menschen haben solche Fantasien, wirklich alle. Und die Männer haben auch total unterschiedliche Fantasien und haben auch Angst, das teilweise ihren Frauen zu erzählen, weil sie Angst haben, dafür verurteilt zu werden. Und in einer glücklichen Beziehung kann man über alles miteinander sprechen. Auch über diese Dinge. Und eine Fantasie heißt ja nicht, dass man das unbedingt machen muss.
oder unbedingt machen will. Es sind einfach Dinge, die man sich vorstellt und das ist vollkommen in Ordnung. Also, wenn du dein Sexleben verbessern möchtest, dann trau dich über all das zu sprechen und du wirst sehen, es wird euch nochmal näher zueinander bringen. Und jetzt kommen wir zu Geheimnis Nummer 7. Meiner Meinung nach ist das das Stärkste und das Wichtigste. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, liebe dich selbst, so wie du bist. Warum ist das das Stärkste? Ganz einfach. Wenn du dich selbst liebst, so wie du bist, also so wie du aussiehst, so wie dein Körper aussieht, so wie du dich fühlst, wenn du dich selbst so liebst und akzeptierst mit deinen Vorlieben, mit allem, was du magst, dann wirst du automatisch eine erfüllte Sexualität haben. Denn dann hast du keine Angst, dann musst du dich nicht verstecken, dann hast du nicht das Gefühl, du musst performen oder dich verstellen, um ihm zu gefallen, überhaupt nicht. Dann bist du einfach du, voller Selbstliebe, dann zeigst du dich so, wie du bist. Und Männer mögen das. Männer mögen selbstbewusste Frauen, die ihren Körper lieben. Ich habe eine Bekannte in Wien, die ist übergewichtig, die hat auch schon Kinder geboren, also die hat gar nicht den perfekten Körper, wirklich weit entfernt von einem Modelkörper und sie ist hübsch, aber halt ja normal hübsch, aber die hat so viel Selbstliebe, die liebt ihren Körper so wie er ist und die zeigt das und die zeigt das mit der Kleidung, die sie trägt und wenn sie verliebt ist in jemanden und flirtet und die traut sich einfach, die geht einfach, so bin ich und so liebe ich mich und so geht sie auf die Männer zu und ich sag dir, die Männer können sich dieser Magie gar nicht entziehen. Eine Frau, die sich selber so liebt, wie sie ist und die das zeigt und ausstrahlt, die wird jeden Mann bekommen, den sie will, weil sie weiß, dass sie wertvoll und liebenswert ist. So, meine Lieben, das waren die 7 Geheimnisse für eine wunderschöne, erfüllte Sexualität. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin schon gespannt darauf, eure ganzen Kommentare zu lesen. Wenn du noch mehr über Selbstliebe wissen möchtest, wir haben hier ein kostenloses Selbstliebe-Webinar. Das kannst du dir jetzt freischalten und gleich anschauen. Es hat auch eine Hypnose dabei, die deine Selbstliebe sofort stärkt. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video.